zu dem Anschlag in München, dem Amoklauf, ergeben sich aus meiner Sicht einige Fragen, die am wichtigsten sind und die noch nicht öffentlich diskutiert werden. Warum wird absichtlich gehustet, wenn Politiker interviewt werden oder wenn Interviews und Reportagen zu diesem Thema gedreht werden? Warum ist absichtliches Husten auf dem Video, wo dieser Herr Salbey zu sehen ist, zu hören? Warum hustet Herr Salbey später in einem Interview selber nochmal? Wie kommt es dazu, dass in der Vergangenheit im Fernsehen Politiker absichtlich husten? Wie kommt es dazu, dass in der Vergangenheit im Fernsehen in Fernsehstudios absichtlich durch Zuschauer gehustet wird? Wie kommt es dazu, dass absichtlich durch Polizeibeamte im Fernsehen gehustet wird? Wie kommt es dazu, dass absichtlich durch Reporter gehustet wird? Und zwar absichtlich und nicht krankheitsbedingt. Ich glaube, diese Frage ist entscheidend zur Aufklärung auch dieses sogenannten Amoklaufes sowie weiterer Straftaten, die durch einen Täterkreis begangen werden, der der Öffentlichkeit so noch nicht bekannt ist. Ich selber bin darauf gekommen, weil ich seit Mitte 2015 täglich von solchen Leuten gestalkt werde, verfolgt werde im öffentlichen Raum, die absichtlich meine Nähe aufsuchen und dann absichtlich husten. Diese Frage stelle ich hiermit der Öffentlichkeit.